Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Im Teil 19 habe ich in den Kommentaren folgende Frage bzw. Bitte gestellt bekommen. Nutzt du eigentlich nie die Inhaltsanalyse bzw. die Szenenerkennfunktion? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du darüber ein Tutorial erstellen würdest. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Das mache ich natürlich gerne. Ihr befindet euch in eurem Schnittprogramm und wir fügen erstmal Medien in unseren Medienraum hinzu. Das können wir hier über diese Schaltfläche machen, Mediendateien importieren. Hier geht es um GoPro-Aufnahmen. Ich war segeln auf der Ostsee und habe hier eine Vielzahl von noch unbearbeiteten GoPro-Aufnahmen. Ich markiere die alle, füge die hier alle ein. Ich habe natürlich schon mal, um Zeit zu sparen, das Thema Inhaltsanalyse laufen lassen. Hat auch folgenden Grund. Wenn ihr eure Dateien hier reinfügt in den Medienraum, dann gibt es diesen Befehl, Bibliotheksmenü. Dort draufklicken, öffnet sich dieses Menü und dann könnt ihr Inhaltsanalyse Details auswählen. So. Und um wirklich Zeit zu sparen, weil diese Inhaltsanalyse kann viele, viele Minuten dauern. Und um euch diese langweilige Zeit zu ersparen, habe ich das bei einigen Dateien schon mal gemacht. Das heißt, dieser Film wurde bereits analysiert, das sehe ich hier an diesem Häkchen. Ich habe natürlich noch zwei Filmdateien übrig gelassen und wenn ich jetzt sage, die möchte ich auch analysieren, setze ich hier einfach einen Haken rein. So geht ihr dann auch mit euren anderen Filmdateien um, die noch nicht analysiert worden sind. Dann klickt ihr auf Analysieren und dann öffnet sich dieses Fenster und zeigt euch den Status an, wie weit die Analyse ist. Und jetzt sind es wirklich nur zwei Filmdateien, die hier analysiert werden und es dauert und dauert und dauert. Und um euch das zu ersparen, habe ich natürlich im Vorfeld schon mal etwas vorgearbeitet. Und ich kann euch dann auch schon mal erklären in der Zwischenzeit, wo er das analysiert, was hier eigentlich passiert. In der Inhaltsanalyse werden wahrscheinlich irgendwelche mathematischen Algorithmen drüber laufen, die sich auf Gesichter spezialisiert haben, auf Bewegung, auf Zoom, auf Unschärfe, Schärfe, auf Belichtung und so weiter. Und anhand dieser Farben wird ausgegeben, ob hier alles bestens ist. Also grün ist natürlich top, dann gibt es noch rot, ist ein Flop, ist kritisch und dann gibt es noch, sage ich mal, so ein Mittelding wie hier, ui, verwackelt. Also das heißt hier verwackelt, Bewegung, Sprache, Gesichter, Belichtungszeit und so weiter. Und das ist zwar erstmal ganz nett, aber wenn ich jetzt in einem Urlaubsland bin, mache dort unzählige kleine Videoaufnahmen und habe am Ende, ich sage jetzt mal mit der GoPro, 50 oder 60 unterschiedliche Videosequenzen gedreht. Lass die hier über diese Inhaltsanalyse bearbeiten, dann habe ich leider nur eine Info dazu. Ja, es scheint alles okay zu sein oder es ist kritisch. Wie zum Beispiel hier sehe ich, ob es verwackelt ist. Oder ich sehe, ob alles in Ordnung ist bei den einzelnen Dateien. Ich weiß allerdings immer noch nicht, was verbirgt sich denn hinter meinen einzelnen Aufnahmen und wie passen die in dem Videoschnitt zusammen? Jetzt kann ich als nächsten Schritt, also wir gehen mal wieder ganz hoch. Jetzt sehe ich hier, hat er irgendwas gefunden? Ich gehe auf Bearbeiten. Es öffnet sich jetzt gleich ein neues Fenster. Inhaltsanalyse, so heißt das. Und jetzt zeigt er mir hier an, dass er Gesichter gefunden hat. Wir klicken drauf. Wird gleich eins kommen. Da, das sind wir. Okay. Das sind wir, aber hier sind wir auch und hier hat er es zum Beispiel nicht erkannt. Das sind wir. Okay, wir gehen mal weiter und hier zeigt er, dass er Bewegung gefunden hat. Ja, okay, aber was sagt mir das aus? Ich kann damit nichts sagen. Und hier sagt er mir noch, es ist unscharf und zeigt mir das quasi an, dass die Kamerabewegung leicht gewackelt hat. Das kann natürlich bei einer GoPro immer mal passieren. So. Gut. Bis jetzt habe ich diese Information, ja, aber die hilft mir nichts, weil ich kenne ja die einzelnen Szenen noch nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt das Video angucken und muss jetzt entscheiden über diese Anfangsmarkierung und gleich ploppt hier auch die Endmarkierung auf, ob ich das zu meinen Szenen hinzufügen will. Das heißt, ich spiele den Film ganz normal ab. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der Ton extrem laut ist.
sind ja in der Regel nur Windgeräusche, deswegen schalte ich den mal aus. Okay, jetzt sage ich, diese Szene möchte ich haben, setze hier eine Anfangsmarkierung und sage hier Stopp. Dann hat er das quasi markiert und sage hinzufügen zu ausgewählt. Okay, jetzt sehe ich hier anhand der Auswahl in diesem blauen Feld, er hat das hier dazu gewählt und diese Sequenz hat er jetzt dazu gewählt. Jetzt können wir das natürlich weitermachen, das Spiel. Okay, jetzt sage ich, hier ist nichts mehr drin, gehe auf OK und jetzt hat er aus dem ersten Video diese Szene rausgewählt. Das passiert mit der Inhaltsanalyse. Der zweite Teil in dem Kommentar war ja, ob ich nicht gegebenenfalls mit dem Tool Szenen erkennen arbeite. Wir gehen wieder hier auf das ausgewählte Video, machen einen Rechtsklick da drauf und dann können wir den Befehl Szene erkennen machen. Auch hier wird das jetzt wieder analysiert. Das dauert einen Moment. Das Fenster öffnet sich. Ich habe bewusst jetzt erstmal nur ein Video ausgewählt, um einfach zeitsparend in diesem Tutorial zu arbeiten. Wir lassen uns mal überraschen, was der Algorithmus so alles erkennt. Weil auch hier geht es ja darum, ich möchte ja in irgendeiner Form einen Videoschnitt am Ende raus haben, was ich meinen Zuschauern anbieten kann, was interessant ist, was gegebenenfalls auch eine gewisse Message überträgt oder was kurzweilig ist, keine Ahnung. Aber irgendein Ziel habe ich mir ja im Vorfeld gesteckt und möchte das mit meinem Videoclip erfüllen. Und ich bin gespannt, ob der Power Director mit der Szenenerkennung meine Ziele so kennt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Er hat jetzt diesen Clip analysiert, kann mir das jetzt angucken. Ja. Das ist halt, wir sind da auf der Ostsee, wir hatten relativ viel Wind, die Segel waren gerefft und die Kränkung war relativ sportlich, will ich jetzt mal sagen. Ne? Schönes Wetter, aber es war durch den Wind, das war im September, war es doch richtig kalt und wir hatten ordentlich Welle, aber hat richtig Spaß gemacht. Okay, ich sag mal so, das ist jetzt bekannt, die Empfindlichkeit kann ich verringern, erhöhen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich mit der Empfindlichkeit da großartig verändern kann. Wir gehen mal auf erweiterte Einstellung für Szenenerkennung. Klar, anhand wechselnder Videobilder erkennen, das ist klar. Anhand des Wechsels von Zeitcodes erkennen, ja, DV-AFI, das machen wir nicht mehr, das ist schon oldschool. Und in der Vorschau angesehen, alles klar, bleibt alles so. Wir haben es erkannt, besser gesagt. Okay, er hat jetzt diesen Clip daraus gezaubert und hat daraus eine Szene gemacht. Wir ziehen mal die Szene hier runter. Und merken uns mal das, die ist jetzt grob eine Minute lang. Jetzt gehen wir mal wieder in unseren Medienraum, gehen hier zurück und schauen uns mal die Szene an. Ist auch eine Minute lang. Geh mal davon aus, es ist genau das Gleiche. Wir prüfen das natürlich nach. Wir gucken uns das obere erstmal an. Machen wir mal im Schnellvorlauf. Okay. Ich glaube, an der Stelle kann ich jetzt hier stoppen. Machen wir hier die Häkchen raus, aktivieren Videospur 2. Gehen hier drauf, gehen auch wieder auf den Schnellvorgang. Tja, da hat sich nicht viel getan. Okay. Also bei der Szenenerkennung hat jetzt das Programm hier keinen besonderen Highlight rausgefunden oder verändert. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal den nächsten Videoclip und probieren es dann nochmal aus. Szene erkennen, es dauert wieder eine kleine Zeit. Das Problem ist, ich weiß ja auch gar nicht, auf was der Algorithmus eingestellt ist, damit er hier die Szenen wirklich so erkennt, dass ich sage, das hat einen richtigen Mehrwert, um diese Zeit hier zu opfern, die das Programm gerade von mir raubt. So will ich das mal nennen. Weil, wenn es so einfach wäre, über eine Szenenerkennung einen fertigen Film zu machen, dann stelle ich mir die Frage, warum hat Hollywood so viele Cutter und Spezialisten und Trickser und Kameraleute, wenn der Power Director das doch so gut anbietet? Natürlich habe ich diese Frage nicht gestellt.
Wir haben aber hier noch eine Funktion. Ich könnte auf Teilen gehen. Das heißt, ich kann sie mir hier angucken, die Szene. Ja, auch hier gehe ich davon aus, sie ist wieder 1:1 übernommen. Es passiert nicht viel. Und ich könnte jetzt hier auf Teilen gehen und könnte hier so einen Marker setzen und habe jetzt die Szene letztendlich komplett reduziert. Die wird mir angezeigt. Jetzt habe ich Szene 2 und Szene 1. Die eine ist hier und die andere ist da. Wir gucken uns das natürlich an. Ja, also das Fazit. Die Inhaltsanalyse und die Szenenerkennung nutze ich nicht, weil es mir keinen Mehrwert bringt. Für meine Videofilme, so wie ich sie schneide und konzipiere, dass das Tool mir hilft, einen besseren, schnelleren Workflow zu machen. Ganz im Gegenteil, ich muss Zeit dafür investieren, dass das Programm die Inhaltsanalyse vollzieht und dass Szenen erkannt werden. Also, um die Frage kurz und knapp zu beantworten, nein, ich benutze diese Tools nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache und vielleicht ist es für den einen oder anderen, der gerade mit dem Programm einsteigt, eine willkommene Hilfe. Mein Rat ist es aber, macht euch im Vorfeld ausreichend Gedanken darüber, wie ihr euren Film, euer Video aufbauen wollt, weil dann müsst ihr nämlich auch die entsprechenden Szenen mit der Kamera filmen. Und wenn ihr das alles bei der Aufnahme schon berücksichtigt, dann ist der Videoschnitt eigentlich relativ einfach, denn ihr wisst ja, welche Szenen wie zusammengehören, damit es ein tolles Video am Ende wird und eure Zuschauer euch Applaus spenden. An dieser Stelle darf ich mich für das freundliche Zuschauen bedanken. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich beantworte sie sehr gerne und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.